Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich hier im Garten sozusagen unterwegs, draußen. Und zwar steht heute mal ein komplett anderes Video an. Und zwar werde ich heute mal euch ein bisschen mitnehmen in die sogenannte Outdoor-Küche. Wir werden heute ein paar Rouladen zaubern im sogenannten Dutch Oven. Was das ist und wie ich das alles mache, da nehme ich euch mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, als nächstes haben wir dann hier sozusagen das Rouladenfleisch. Das tun wir erstmal lang machen, ausbreiten. Klopfen brauchen wir es nicht. Ich finde, das ist jetzt schon an sich gut schmal oder flach. Und da öffnen wir den guten alten Bautzener Senf aus der Heimat. Machen Senf hier drauf und verbreiten den. So, jetzt kommt noch Pfeffer und Salz drauf. Die haben vor Klöß die Chancen. So, Freunde, wir müssen uns ein kleines bisschen sputen, weil die Kohle ist jetzt auch schon fast zu weit oder die Briketts. Naja, war ganz in Ruhe. Das ist dieser Dreizack hier, der ist dafür da zum Draufstellen. Die Rouladen erstmal an. Jetzt kommt ein bisschen Butterschmalz in den Topf. Das lassen wir jetzt erstmal richtig heiß werden durch die Kohlen, die drunter sind. Die Rouladen werden jetzt angebraten. Scharf angebraten von allen Seiten. Und nebenbei habe ich hier drüben noch mal ein bisschen neue Briketts angezündet, falls wir da noch welche brauchen. Angebraten. Aus Zeitgründen haben wir jetzt einfach das Gemüse noch mit dazu. Das ist einfach das restliche Gemüse, was wir jetzt noch übrig hatten vom Schnibbeln. Ich kann das jetzt noch ein bisschen mitbrutzeln. So, dann der nächste Schritt. Das ist einfach nur
drin davon, nicht selbst gemacht. So, jetzt verschließen wir den. Ja, das ist die den Dutch Oven. Und dann kommen noch die restlichen Briketts, die wir hier vorbereitet haben. Oben auf dem Deckel drauf. Und dann gucken wir mal in 20 Minuten drunter, wie das alles ausschaut. So, ich habe das jetzt mit diesem Windschutz hier, aus diesem Alu sozusagen, einmal komplett umhüllt, damit halt die Wärme sich wirklich komplett auf diesen gusseisernen Topf da, den sogenannten Dutch Oven, konzentrieren kann. Genau, und jetzt lassen wir das erstmal kühlen und garen. So, ein kleiner Zwischenstand. Und zwar war ein bisschen zu viel Hitze da. Ich vermute, das ist jetzt immer noch. Aber ich habe mal diese Umrandung, den Windschutz ein bisschen weggenommen, da kann sich die Wärme doch ein bisschen verteilen. Aber hier seht ihr schon, das ist schön qualmt und es riecht doch schon sehr gut. Also von der Zeit her, wir haben es jetzt eine halbe Stunde drauf. Aber ich werde mal probieren und dann je nach Pi mal Daumen, wenn wir das dann sozusagen runternehmen, wenn es soweit ist. So, wir geben jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu. Es ist doch relativ viel jetzt verkocht. Hier sieht es schon besser aus. Dann geben wir dem Ganzen jetzt mal wieder eine halbe Stunde, dann schauen wir noch mal drunter. Kurzer Zwischenstand, die nächste Dreiviertelstunde ist rum. Es ist immer noch sehr viel Hitze da, deswegen habe ich das jetzt weggenommen. Naja, das köchelt. Ich nehme jetzt mal die Rouladen hier raus. Ich tue die erstmal in ein extra Gefäß. Einfach, dass wir die nochmal zwischenparken können im Ofen, dass die nicht auskühlen. So. Mit der Soße gehe ich jetzt rein und dicke die noch ein bisschen an. Einfach so klassisch, wie man es kennt, mit ein bisschen Mehl und Milch oder Wasser. Genau. Und dann können wir uns die hier schon schmecken lassen. Ich melde mich nochmal abschließend bei euch. Also wir haben jetzt die leckeren Rouladen verspeist. War einwandfrei. Also du merkst richtig, wie das aus dem Dutch Oven ist. Das ist völlig anderes, als wenn man das irgendwie zu Hause macht. Es war einwandfrei, es hat super geschmeckt. Den anderen Leuten hat es auch geschmeckt. Ich habe das dann nur für mich gemacht. Es war mal wieder ein etwas anderes Video von mir. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Ich will euch auch mal diese Art und Weise vorstellen und danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Mal. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.